Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge und fragen euch, weil ich da stehen. Ich mode. Sieh, das sieht scheiße aus. Ja gut, du hast recht. Eine Stunde Aufwand für nix. Verdammt. Ich habe extra 10 Tutorials angeschaut, wie man so scheiß Brillen anzieht. Also so kleine. Von so einer blauen weiß ich das schon. Es gibt einfach zwei jeden einzelne Brille. Eine verdammte Tutorial. Was ist das? Was ist das für ein Schrott? Ui. Okay. Ist er nicht. Haha! Zerstöre ich, bin ich trotzdem noch. Geh weg! Ich soll vielleicht mit dem Thema anfangen. Ach ja. Warte mal, das Thema. Ach ja, Fortnite. Steht ja auch im Titel. Oh Mann, bin ich dumm! Wieso bin ich immer so inkompetent? Ich weiß wenigstens, was für eine Art von Baum ist. Nämlich. Nein, warte. Will ich noch einmal den Baum? Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, also Fortnite. Jetzt fragt ihr euch so, ey, ist doch super geil! Was hast du gesagt? Das ist super geil. Sag's noch einmal, du bist scheiße. Genau. Warte, was? Ja. Was regt mich über Fortnite auf? Mein blöder Halbbruder, der geht auch schon immer auf die Nerven damit, ey. Dazu muss ich auch noch eine Story erzählen. Aber erst in 10.000 Stunden. Nicht witzig. Und ich bin so hochspringen. Okay. Tut mir wieso meinem Hals weh. Also ja. Über was kann man sich gut über Fortnite aufregen? Ach ja. Verdammter Battle Pass. Sorry, Flasche. Dieser verdammte Battle Pass. Kauf. Du hast kein Battle Pass. Dann kannst du vergessen zu gewinnen. Ich sag mir etwas. Stimmt nicht. Und ich habe wahrscheinlich dieses Gerücht nur erfunden. Warum ist wahrscheinlich eigentlich so eine Mühe, ey? Tschüss. Ja. Aber man kann auch ohne Battle Pass gewinnen, wenn sie jeder sagt so, ey, man kann nur mit Battle Pass, genau. Genau, so heißt es jetzt. Battle Pass nur gewinnen. Der liegt so etwas im Falsch. Mein Halbbruder, dieser Lappen, hat es irgendwie geschafft, in Solo und Teams zu gewinnen. Obwohl er das mal gar nicht kann, einfach so Battle Royale Spiele liegen ihm gar nicht. So gar nicht. Da liegen eher so Strategiespieler ihm und RPGs. Aber wie geht das an? Ist ja scheißegal. Dann ist er, nicht ich. Wie ihr wisst, bin ich der beste Spieler in allen Spielen. Deswegen spiele ich auch nicht Fortnite. Weil sonst würde ich Ninja seine Einzelstelle. Fleisch und dann wird er wie eine kleine Fleischmädchen heulen. Definitiv würde das passieren. Definitiv. Ja. Und was gibt's noch zu aufregen? Ach ja, die guten alten Lags. Was soll das? Das habe ich gerade nicht weggeschmissen. Das scheiß Packen, das Karton. Na, ich glaube, ich brauche noch immer den hier. Ey, du komm mal! Nicht schon wieder! Du bist schon letztes Mal 10.000 Mal gefahren. Es gibt gleich Stress. Siehst ja schon, was mit deinem guten Freund Flasche passiert ist. Home Run! Ach die Scheiße, der ist ja fast zurückgeflogen. So, nächstes Opfer. Du bist gleich das nächste Opfer! Verdammt nochmal! Diese verdammte Kamera! Das ist nicht so ein scheiß Stativ ab, damit man es so fest kann machen, ne? Blöde Flasche. Ich arbeite kurz, ne? Okay. Reicht. So, was kriegt man? Kann man sich noch aufregen? Weil ich will ja, dass ich mich über. Ich kann reden. Weil wenn man sich über etwas aufregt, was so ein Hype ist wie Fortnite. Dann wird man natürlich von vielen gehatet und bekommt sehr viele Aufrufe und sehr viel Klicks. Also einfach der Aufruf sieht ja Klicks, wie dumm bin ich eigentlich. Das hat sogar meinen aktuellen Dummheitsrekord geknackt mit Daumen nach oben, dann wird man euch töten.
Denk vom Video ab. Ich schweife komplett vom Container, genau. Vom Thema ab, oder? Sorry, Herzflasche. Ich habe schon deine Cousin umgebracht, also ich glaube, es reicht schon damit. Ich sollte vielleicht verschwinden. Die Mode ist wieso schon nicht gut angekommen. Ich bin weg. Nein, ist nur Spaß. Ich bin nicht gefallen. Nein, definitiv nicht. Nein, nein, nein! Okay, was kann man sich noch gut aufregen? Dann merkt man, wie ich mich vorbereitet habe auf dieses Video. So gar nicht. Vielleicht ist das so geplant, das zu machen, als würde ich mich vorbereiten. Und wieso ist das, die Kamera mich nicht mehr? Was ist das für ein Scheiß für eine Kamera? Ja, ich glaube, entsprechend würde ich definitiv eine 1 kassieren. Von 1. Ja. Jetzt hat jeder wahrscheinlich einfach nur 61. Nein, 1 von 1. Nö. Machst du da mit 1 und 1? Nö. Okay. Ich glaube, das reicht. Geht weg. Dieses Video ist scheiße. So wie diese scheiße Mode anscheinend auch. Und man hat wahrscheinlich mich in den Unterhosen gesehen. Ist ja schon schlimm genug. Könnt ihr bitte gehen? Wieso geht ihr nicht? Ach nein, warte, ich habe ja noch etwas gesagt vorhin zu meinem Halbbruder. Nämlich, das regt mich am nächsten auf. Ich krieg mich schon über Fortnite auf, auch wenn man es im Video nicht so gemerkt hat. Weil ich mich null vorbereitet habe. Verdammt. Ich wollte aber die Spiele so zerstören. Okay. Nämlich, dieser Halbbruder will jetzt, was weiß ich, nächste Woche, also wenn die Sommerferien anfangen würde, Halleluja, wirklich. Diese, was weiß ich, wie viele Projekte, ich glaube 3 Projekte will der dazu bringen. Und dann macht er 10 Projekte einfach dann am Laufen. Nee, ist der komplett gestört. Und natürlich, der Hund ist natürlich Fortnite, der hat gedacht. Die anderen 2 Projekte weiß ich aber schon, aber er hat mir gesagt, wenn ich die verrate, dann gibt's gut einen auf die Schnauze. Und sehr gut. Und ich habe schon einmal auf die Schnauze bekommen. Deswegen bin ich auch so hohl. Verstanden? Nein? Okay, dann verpiss dich. Okay, warte, ich muss eine Verabschiedung machen, sonst bin ich ein schlechter YouTuber. Ach komm, weil ich schon ein schlechter YouTuber bin und die keine Verabschiedung hatte, schau ich einfach mal. Verpiss dich! Nein. Nein, was kann ich machen? Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, ich bin so scheiße, ich kann mir nichts einfallen lassen! Was macht ihr hier noch? Verpisst euch! Boah, ich hab gesagt, ich